Das neue Footies-Team wurde released und auch Ronaldo99 ist dabei. Passend dazu haben wir mal wieder einen Account übernommen und das Best of davon seht ihr heute. Gut, Freunde, wir sind auf dem Account angekommen. Ich bin hier gerade am Freitag heute im Malle-Outfit. Wir haben das Bierkönig-T-Shirt am Start und eine Kapitänsbinde. Wir sind gerade nämlich noch auf Twitch. Es ist 11:30 Uhr, also kurz von, wie sagt man das, 23:30 Uhr, so sagt man das. Und wir gehen in den Account rein. Ich bin gespannt. Wir werden auch natürlich wieder Coins aufladen. Da werde ich euch dann das Ganze auch mal erklären, wie das alles funktioniert und dass das sicher ist, seht ihr dann. Heute am Freitag starten wir aber erstmal ohne rein und die Coins holen wir dann für morgen für den Stream, dass wir dann damit den Rest verbessern können, sage ich mal. Oh nee, Chat. Das ist ein Bruch. Okay, wir haben jetzt knapp, ja, wie viele Stunden später? Keine Ahnung, 15, 16 Stunden später. Auf jeden Fall den nächsten Tag, Samstagabend. Und wir haben jetzt die Anmeldung. Wir haben den Code eingegeben und wir müssen erstmal hier ein paar Sachen bestätigen. Und da werden wir uns jetzt erst einmal das Team anschauen, Freunde. Das wird auch, denke ich, sehr interessant werden. Let's go. Okay, jetzt sind wir aber wirklich im Spiel angekommen. Wieder ein paar Sachen müssen wir hier abholen. Irgendwelche Evolutions und so ein Kram. Founder Evolution. Hier kriegen wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Letztes Spiel abgebrochen. Okay, 37.000 Münzen und ich sehe schon Alisha Lehmann Wappen. Sass. Sass. Er meinte auch, oder er sagt gerade, dass er ewig nicht gezockt hat. Und wir werden jetzt seinen Account wieder auf Touren bringen, damit er dann wieder frisch einsteigen kann. Und yay, wieder einen neuen Zahler hinzugewinnt. Und yay, wieder glücklich ist. So, zeig her die Kiste. Oh, okay. Okay, Freunde. Ey, da haben wir einiges zu tun heute. Ey. Ja, Mann, muss man auch sagen, ist eine Legende. Ich kenne ihn schon lange. Ist schon lange in den Streams vorbei, dabei. Deswegen habe ich mich auch für ihn jetzt hier entschieden. Und wir machen erstmal die ganzen Dream Squad-Karten raus, dass wir hier mal so einen kleinen Überblick bekommen. So, guckt euch das an, Chat. Ey, ich sage, da müssen wir eins der krassesten Upgrades der aktuellen Zeit hinbekommen, ne? Bro, das muss eigentlich. Es muss. Wir gucken uns noch einmal schnell den Verein an. Okay, wir haben hier sogar zumindest schon mal einen Marquinhos. Den können wir irgendwie dann mit einbauen. Aber ansonsten sieht der ganze Laden echt leer aus. Ein paar Trotzkarten zum Craften, zum SBCs machen, das sollte passen. Ich würde vorschlagen, wir holen jetzt erstmal die Coins und dann, wenn die Coins da sind, setze ich mich ran und wir bringen das Team erstmal auf Vordermann, bevor wir dann in die Wiki League reingehen. Mal gucken. Ja, Playoffs hat er schon. Sehr gut. Also müssen wir dann gleich noch spielen, die Playoffs. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ihr werdet jetzt auch gleich die Werbung von Looper sehen. Ich zeige es euch nochmal im Schnelldurchlauf, aber ihr kriegt hier momentan 1 Million Münzen, zum Beispiel für 14 Euro. Ist alles sehr, sehr günstig geworden. Wir werden damit der Hälfte gehen und erstmal mit 500k. Das sollte als Startbudget auf jeden Fall reichen für uns. Das Ganze könnt ihr dann einfach über meinen Link machen und dann gebt ihr hier Code Fabio ein und dann wird der ganze Spaß nochmal ein wenig günstiger. Okay, Kauf abgeschlossen. Dann geht ihr hier einfach auf Goldmünzen bekommen und dann müsst ihr eigentlich nur noch eure Daten hier eintragen. Ihr wollt euch einen von den kranken neuen Putti-Karten holen, habt aber keine Münzen dafür. Dann checkt sehr, sehr gerne mal meinen Partner Looper ab. Hier bekommt ihr wirklich die günstigsten EFC24-Coins und mit meinem Code Fabio spart ihr sogar noch 8%. Und wenn ihr den maximalen Rabatt haben wollt, kauft über den Link in meiner Beschreibung. Ich habe mir jetzt auch schon sehr, sehr oft Coins gekauft und diese immer innerhalb einer halben Stunde erhalten. Auch zu EFC25 wird es natürlich wieder Coins bei Looper geben. Also checkt das dann auf jeden Fall gerne wieder ab. Auch dann werde ich wieder Coins kaufen. Ihr habt hier auch immer einen 24/7 Live-Support, den ihr anschreiben könnt. Viele andere Creator wie Jenk oder Ensa benutzen auch Looper und sind sehr überzeugt davon. Also checkt sehr, sehr gerne Looper ab und vergesst nicht mit meinem Code Fabio und dem Link in der Beschreibung 8% zu sparen. Okay, wir haben jetzt die Playoffs geschafft. Es ging eigentlich echt schnell. Wir standen 4-1, sind gut durchgekommen mit dem Team, hat echt Bock gemacht. Kanu und Okocha sind so mein Lieblingsspieler stand jetzt. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall Wiki League spielen. Dann haben wir noch 300.000, um später halt noch was zu verbessern. Gucken wir dann aber dann morgen oder so, wenn wir weiterspielen. Ich glaube, nämlich heute spielen wir nicht zu Ende. So, ich sehe gerade, wir haben Kudos fertig erspielt. War gar nicht mein Ziel, aber wir haben ihn anscheinend irgendwie nebenbei fertig gemacht. Ist cool. Können wir als Super Sub auf jeden Fall mal mitnehmen. Passt. Und dann haben wir hier noch 84x2 und so Kleinkram-Packs. Ja, die werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Das sind nicht so besonders. So, wir haben die ersten, ich glaube, 5-6 WL-Spiele durch und wir haben einige Packs von den Aufgaben angesammelt. Ich werde jetzt mal was öffnen und wenn was Gutes kommt, schneide ich es euch rein, wenn ich dann eben nicht. So, das sind jetzt erstmal die Müllpacks, aber selbst da kommt schon was. Toti, verdammt. Hä? Verdammt, Toti aus so einem Müllpack? Ich meine, es gut fürs Team-Chat. Den können wir reinstellen für Ruben Dias. Der ist safe besser als Ruben Dias. Was? Bro, aus dem übelsten Müllpack. Gut, machen wir den mal rein. Ruben Dias war mir eh schon so ein kleines Dorn im Auge. Was heißt Dorn im Auge? Aber Van Dijk ist halt hundertprozentig besser als der. Cool, nice. Icon? Ja, Icon. Halt's Maul, das ist jetzt nicht Pelé. Immer ist EKK.
Ja, ist auch kaka. Das ist jetzt zu krass. Pelé wäre jetzt, Ende, Chat. Wäre vorbei. Wäre fertig. Aber nehmen wir mit auch gutes Futter für SBCs. Wir haben jetzt was Gutes. Wir haben jetzt noch drei gute Packs. Nein, erstmal drei. Wird ein Tots. Auch super für SBCs. Brauchen wir uns aber nicht angucken, die ganze Geschichte. Weil. Alter. Bar. Ist echt kein schlechtes Pack. Ist gut. Und das letzte dicke Pack jetzt in der Reihenfolge. 3 erstmal 10 zum Abschluss. Icon. Brasil. Wieder Kaka oder was? Prima. Scheiße, sowas. Können wir gleich wegskippen, Chat. Wieder KK. Gut, dann recraften wir den mal kurz in irgendeine SBC. Gut, wir haben den eingepickt. Fertig, Freunde. Ich bin ready, jetzt was Geiles zu ziehen, was unser Team upgradet. Wir können vieles gebrauchen, wenn EA gönnt. Ich würde sagen, wir machen auch gar nicht so einen großen, wie sagt man das, so ein großes Drama da draus, sondern wir gehen rein. 3, 2, 1, Nosepack. Komm schon. Let me cook, Chat. Ich nehme Koman mit und spiele den Ingame als Sechser. Let me cook. Dann machen wir das nämlich so, Chat. Guck mal. Let me cook. Und dann holen wir hier nämlich Paulo Futre, die neue Footies-Karte. Den finde ich nämlich Ingame auch sehr geil. Ah, der ist eh günstig. Komm, dann nehmen wir den noch mit. Und dann haben wir es doch. Gut, dann hätten wir nämlich den Futre jetzt fertig. Ist, denke ich, eine coole Karte. Ich habe den auf Mail-Account auf den SBBs und so gespielt. Und der ist solide und er passt halt wirklich perfekt jetzt ins Team rein. Animation brauchen wir uns nicht groß angucken. Wir wollen sehen, wie er performt. So, dann kommt er hier nämlich rein in die Kimme. Paulo Futre. Und nee, warte mal. Kann er keinen? Aber das Problem können wir ja schnell lösen, oder? Wie? Oh mein Gott. Okay, Chat, wir brauchen einen neuen Linksverteidiger. Wir brauchen einen neuen Linksverteidiger, Chat. Wir haben ein Problem. Okay, Freunde. Das sieht doch nach einem Team aus. Ingame dann Kanté und Koman im Mittelfeld. Koman als Mittelfeldspieler meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Hat auch geile Playstyles dafür, geile Werte. Das kann man easy rocken. Und ja, sieht schön aus. Gefällt mir. So, kurzer Zwischenstand. Wir haben mittlerweile den dritten Tag auf dem Account. Ich stehe 6-4. Ist okay. Kann man mitarbeiten. Und wir haben ein paar geile Packs wieder, wo ich euch wieder ein bisschen was einblenden kann von den Dingern. Erstmal holen wir aber Fabinho ab. Den werden wir wahrscheinlich nicht spielen, aber ist nice to have. So, und dann haben wir nämlich das hier. Wir haben hier einen 85x2, ist schon mal cool. Wir haben ein 84x2, nehmen wir auch einfach mal mit. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Packs nochmal auf. Mal jetzt auch nicht alle auf, den Rest können wir nämlich später öffnen. 85x2, einmal kurz. Icon. Wahrscheinlich aber Footies Icon. Nee, oder? Doch. Ja doch, Footies Icon, Chat. Ey, bitte kein Tschech, bitte ein guter. Na, Tschech. Egal. Guck mal, wir haben Tschech im Team-Chat und können ihn jetzt unseren Tschech verkaufen und den Tschech reinstellen. Ist doch auch ein W. Man muss auch das Positive sehen. So, Tschech tauschen wir und dann können wir nämlich den Tschech hier entspannt verkaufen für ein bisschen Verlust jetzt, aber gut, gibt Schlimmeres. Wir haben uns jetzt gerade noch dazu entschlossen, den Mané zu machen. Der sieht nämlich eigentlich auch sehr, sehr geil aus mit 5-5 und ist auch gar nicht so teuer. Also wir haben ein 85er, ein 86er und ein 88er Team. Das ist tankbar. Wir können ja auch noch ein bisschen was kaufen jetzt, dadurch, dass wir den Tschech verkauft haben. Von daher würde ich sagen, ab dafür. So, wir hätten Mané jetzt auch fertig. Die letzte SBC von ihm ist hiermit auch abgeschlossen. Haben wir jetzt ein bisschen was für bezahlt, aber ich sage, der lohnt sich sogar. Der sieht echt, echt krass aus. Den können wir eigentlich auch im Sturm spielen, maybe. Coole Karte. Und der Mama hat mich eben darauf hingewiesen, ist auch ein geiler Link zu Kanté, den wir dann jetzt nochmal haben. Ne? Also, ja, ich freue mich, bin gespannt auf den. Dann müssen wir jetzt noch einmal gucken, wie wir den einbauen. Wahrscheinlich einfach mit Mbappé austauschen, den Mann. Und Mbappé erstmal mit auf die Bank ziehen. Wir haben ja auch vom Ding her noch so ein Kudos hier. Und wir haben ja jetzt auch noch Fabinho hier. Vielleicht wäre das ja auch noch etwas, weil wir könnten... Ja, ich glaube, das mache ich, Chat. Ich glaube, wir holen nämlich Koman raus... Und machen was mit Fabinho. Auch wegen der Chemie nochmal. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann können wir nämlich so machen. Fabinho rein, den dahin. Okay, warte mal. Nee, müssen wir, ich weiß, welche Form wir machen, Chat. Ja, sehr schön. Ey, das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Jetzt noch ein bisschen mit Chemie einmal kurz gucken, ob wir da noch was dribbeln können. Könnte aber, glaube ich, schwierig werden. Sonst müssen wir Marquinhos einfach Low-Cam spielen. Wäre jetzt auch kein Problem. Wir wurden jetzt eben darauf hingewiesen, beziehungsweise ich wurde auch vom Chat darauf hingewiesen, dass ich ja nochmal nach Evos gucken könnte, ob man hier nicht vielleicht noch nebenbei was Cooles erspielen könnte. Und das machen wir jetzt einfach mal. Mal schauen, was hier so gibt. Ja, komm, dann machen wir einfach mal, ist eh eine kostenlose Evo, starten wir einfach mal die George Best Evo noch nebenbei
und können gucken, dass wir den maybe nebenbei noch irgendwie erspielen. Müsste ich gucken, wie genau, aber das schauen wir gleich mal. Und wir hatten noch... Oh, scheiße. Wir hatten jetzt noch Wan-Bissaka rausgesucht, wenn ich ihn jetzt noch finde. Wo ist denn der? Wan-Bissaka, der war doch irgendwo hier. Genau, hier war er. Wan-Bissaka. Ja, mit 5,5 dann eigentlich auch cool. Nee, der kostet was. Okay, nee, dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir erstmal nur George Best. Das denke ich auch ganz cool. Dann machen wir nochmal einen kleinen Umbau. Und zwar gehen auf die 4-2-4. Machen dann hier George Best rein. Sadio Mané hier rein. Und Paulo Futre kommt erstmal mit auf die Bank. Okay, Freunde, wir haben die 11 Siege geschafft. Ich muss jetzt noch ein Spiel schnell verschenken. Und dann gehen wir auch in die Rewards rein. Bin mal gespannt, was wir ziehen. Wir haben auch noch, glaube ich, viele, viele Aufgaben und so ein Kram. Und dann gucken wir, was wir noch so abschließend ein bisschen ändern können. So, und dann würde ich sagen, sind wir doch angekommen bei unseren Rewards. Ich glaube, wir müssen gar nicht so ein großes Ding daraus machen, obwohl das schon geile Picks sind. 1 von 3, 95 plus, die 85 plus Picks und so. Wir gucken mal, ich würde sagen, wir machen die 85 plus Picks so auf und hier können wir dann maybe bei einem ein Stats Reveal machen oder so. Aber wir gehen erstmal hier rein und, hey Billy, gutes Rating schon mal für SBCs. Nächster Pick, Trent. Ist ja ehrlich, gut eigentlich. Und jetzt die beiden geilen Dinger. Ich mache das Ganze wieder mit Pelé. Der hat ja Glück gebracht und wir gehen rein. Okay. Sieht schon mal nach einem nicht guten aus. Lutumi. Alles über 90. Ach, wieder irgendwie IV, glaube ich. Martinez. Das ist Quatsch. Chaka und ich glaube, das war's, ne? Oder sind da mehr? 4 drin? Ne, 3. Ja, erster Pick schon mal Quatsch. Ich sag ja, WL spielen. Ja, schwer. Den zweiten würde ich sagen, machen wir einfach so auf. Weil, ja, müssen wir jetzt nicht nochmal ein Stats Reveal machen. Gut, let's go. Wir gucken rein. Kimmich. Kimmich ist okay, Chat. Kimmich ist okay. Den können wir als RV sogar stellen. Dann können wir jetzt am Potter verkaufen. Kimmich RV rein. Geht klar. Sind okay, die Packs. Wir haben jetzt nochmal 7 Packs. Ich glaube, 2 Müllpacks und dann hier, ne, 6 krasse. Gut, wir machen kurz die 2 Müllpacks auf und dann gehen wir in die geilen Packs rein. Ich bin gespannt. Gut, die ersten guten Packs. Also wir starten mit 83x5. Komm. Oh, das wird direkt Toti wieder, ne? Ne, nicht Toti. Was ist das? Toti Nominee. Ja, okay. Trent. Naja. Ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Gut, die beiden machen wir jetzt gleich auf. Ich würde sagen, wir starten mit dem 50k-Pack noch. Oh, ist das Icon? Nice, Dings. Das ist nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Das ist Quatsch. Dann das 125k-Pack. Oh, jetzt aber Icon. Ah, keine Putties-Icon leider. Schade. Dann ist es eigentlich Quatsch. Ja, ist auch Quatsch. Sanchez. Und jetzt haben wir noch die beiden Brecher hier. 85x3 Tradable, auch sehr geil. Kommt Gold, perfekt. Danke dafür, EA. Und zum Abschluss das 83x10. Komm schon. Ja, Tots. Ey, das ist sehr gut für SBCs. Brauchen wir sowieso. Lucio? Okay, krass. Lucio und dahinter. McAllister. Naja. Naja, naja, naja. Okay, jetzt haben wir noch den Robertson fertig. Da haben wir ein paar Duplikate noch mit reingecraftet. Und dadurch können wir jetzt nämlich Malacia wieder verkaufen und Robertson einfach reinstellen. Ist, denke ich, auch schon mal ein guter Schritt. Einfach, um da ein bisschen Untrade-Stuff auch nochmal zu haben und die Coins wieder rauszuholen. Machen wir jetzt nämlich einen kurzen Umbau einmal. Wir haben nämlich ja jetzt unseren Kimmich und wir haben unseren Robertson. Und ich würde fast schon sagen, ja, nee, gut, das passt eigentlich. Robertson rein, dann können wir nämlich Malacia wieder draufstellen. Für so mal ein bisschen günstiger wieder rein. Und Kimmich machen wir auch auf RV. Zack. Der ist jetzt natürlich off-cam. Darum kümmern wir uns aber dann gleich. Guck erstmal, dass ich kurz am Potter loswerde. Da müssten wir jetzt halt noch einmal kurz gucken, wie wir das machen. Maybe den Fabinho raus. Und maybe sogar Kimmich erstmal dahin ziehen. 100k nur, Schweinsteiger. Okay, dann lass uns Schweinsteiger noch abschließen. Dann machen wir das Ganze so und dann sieht das doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann machen wir Schweinsteiger auf jeden Fall noch einmal. Okay, wir haben jetzt noch Schweinsteiger abgeschlossen fürs Mittelfeld, sodass wir dann Kimmich erstmal auf RV stellen können. Schweinsteiger auch eine sehr, sehr coole Karte, Preis-Leistung. Nehmen wir mit, brauchen wir uns auch die Animation eigentlich nicht groß anzugucken. Sieht super aus, ne? Alles über 90, 4,5, schöne Karte. 100k nochmal für den Deutschkopf. Ist, denke ich, auch ein fairer Preis.
für die ganze Chemie nochmal als Upgrade. Wir können theoretisch sogar noch ein Upgrade uns holen. Ist jetzt halt die Frage, vom Ding her würde ich sagen, na klar, einen besseren Stürmer hier nochmal rein. Aber ich fand die beiden in der Kombi halt echt ganz geil. Ne? Wobei ich halt in-game Okocha halt auf den Außen gespielt habe. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber die Kombi war meiner Meinung nach echt sehr, 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 sehr geil. Das würde ich also echt gar nicht mal ändern. Wir können aber noch die Forma vielleicht ändern. Dann sieht es cooler aus. So, das würde ich sagen nochmal ein Stück weit cooler, oder? Rein von der Optik her sieht das, finde ich, nochmal geiler aus. Ja, die Frage ist, wo holen wir jetzt noch ein Upgrade? Marquinhos ist eigentlich ein Top-IV, den man easy hier zocken kann. Hätten wir ja auch noch andere Möglichkeiten in der Theorie. Könnten sogar noch diesen Lucchini hätten wir am Start. Der wird sogar noch mal ein bisschen mehr Chemie bringen. Gut, das muss man dann halt selber austesten, worauf man am meisten Bock hat. Okay, gut, Freunde. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze so. Das sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Wir haben die Weekend League durchgespielt auf 11 Siege. Wir haben das Team verbessert. Ich blende euch hier noch einmal kurz ein, wie das Team vorher aussah am Anfang des Videos. Und so sieht eben das Team jetzt aus. Wir haben noch 250.000 Münzen auf der Uhr. Und wir haben auch noch SBC-Futter. Das kann ich euch auch noch mal einmal kurz zeigen. Das heißt, theoretisch könnte der Kollege hier noch ein Ike-Pick oder irgendwas machen, worauf er Bock hat. Wir haben noch ein Lucchini zum Abgeben. Wir haben noch einen Coman zum Abgeben, Reken, Alexander-Arnold, Sanchez, Cuadrado und so ein Kram. Also ein bisschen was ist da auch noch da. Ist, würde ich sagen, echt sehr, sehr cool gewesen und geworden vor allen Dingen. Ich bin sehr zufrieden mit der Verbesserung. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu der Verbesserung sagt, was man noch besser machen könnte, ändern könnte. Und wenn ihr auch Bock habt auf eine Teamverbesserung, schreibt mir auf Insta, Fabio05-YT, Like auf dem Video da lassen, Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Und ich bin raus, haut rein, ciao, ciao.